Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge vom Podcast. Wir sind heute im Aargau und treffen Cedric Wermuth. Du bist SP-Nationalrat und Vizepräsident, vertrittst die SP in der Staatspolitischen Kommission und in der Geschäftsprüfungskommission. Du bist Mitglied von dem lokalen Siedlungs- und Mieterinnenkomitee. Ja, hallo und herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Deine Antworten auf den klimacharta.ch durchliest, zu unseren Forderungen oder Zeitungsberichte über dich lesen, dann erscheint sehr häufig das Wort Kampf. Hast du die Klimakrise zu deinem persönlichen Kampf erklärt? Also es hat schon eine persönliche Dimension, ja, glaube ich. Also noch viel mehr, seit wir zwei Töchter haben, 4 und 1. Und wenn man dann über die Szenarien redet, wo könnte die eintreten oder IPCC-Bericht liest, dann kommt da schon eine persönliche Dimension über, plötzlich, weil da geht es nicht mehr um irgendjemand anderes. Es ist eine Auseinandersetzung. Also ich empfinde es als ein Ringen zumindest um Interessen, um Prioritäten. Und das wird in einer Brutalität geführt, wo mich erschreckt. Das ist eigentlich spannend an dieser Debatte, dass sich Paradigmen wie kehren. Und dass die jetzt sich wehren gegen die politischen Vorschläge zur Bewältigung der Klimakrise, ja eigentlich eine ultraradikale Position vertreten. Das heisst, wir fahren einfach weiter Richtung Abgrund. Und das hat schon eine Dimension von einem Kampf. Vielleicht nicht gerade um das unmittelbare Überleben, aber zumindest um die Erhaltung von dem Planeten in der Qualität, die wir ihn nicht kennen. Wenn du den Kampf ansprichst, dann merken wir das ja wie auch, dass es einen mega Kampf um die Aufmerksamkeit gibt. Ja. Wie empfindest du das Ringen um die Aufmerksamkeit? Jetzt im Wahlkampf? Also das ist natürlich im Wahlkampf immer besonders absurd, wenn man so will. Dass die Aufmerksamkeit auf einer sehr boulevardesken Logik zwar permanent da ist, aber sie geht wirklich nicht in die inhaltliche Tiefe. Es ist so ein Freude, man sagt, verleugnen. Oder? Es ist so ein Wissen, aber sich doch nicht richtig darum kümmern. Das ist eigentlich das Faszinierende in dieser Debatte, nicht nur im Wahlkampf, schon vorher. Würde das im Umkehrschluss nicht auch heissen, dass wir uns überlegen, die Art und Weise, wie wir politisieren und wie wir als Gesellschaft in den Entscheidungen treffen, ist vielleicht der jetzigen Komplexität von dieser Krise nicht gewachsen? Auf jeden Fall. Also ich glaube, die Klimakrise ist ein Ausdruck oder umgekehrt von der Repräsentationskrise. Also die repräsentative Politik ist per Definition irgendwo krisenhaft, wie sie immer nicht mittelbar ist. Und sie hat jetzt aber eine besonders tiefe Krise erreicht. Und die Klimakrise ist eigentlich der Kulminationspunkt von einer Reihe von Krisen. Da gehört Finanzkrise dazu, da gehört Migrationskrise dazu, also die globale Verteilungskrise. Und die Klimakrise ist im Wesentlichen auch eine globale Verteilungskrise, wenn man so will. Und da zeigt sich schon, dass halt, das ist faszinierend an der repräsentativen Politik, dass die objektiven Interessen von einer Allgemeinheit, die objektiv feststellbar sind und sich auf einer abstrakten Ebene auch alle einig sind, dass man Treibhausgasemissionen massiv reduzieren muss, dann im Konkreten scheitert, weil in der Repräsentation an politische Machtverhältnisse, Lobbygruppen immer viel stärker sind. Oder nicht immer, oft so viel stärker sind. Und ich glaube schon, das hat eine Grenze erreicht. Darum finde ich auch so Ideen wie Klimaparlament, wie Bürgerversammlungen, die vorgeschlagen werden, durchaus einen gangbaren Weg zur Bewältigung der Klimakrise. Vor allem dann, wenn man sich darauf einigt, aber da ist natürlich das Parlament überhaupt nicht mit mir oder uns einig, dass eben Klimakrise nicht einfach eine technologische Krise ist, sondern eine Krise vom Umgang von der Gesellschaft mit ihren Ressourcen und dass eine vollständige Umstellung von dieser Logik bräuchte. Dann geht es nicht anders, als dass man das in einem demokratischen Prozess würde machen. Und das würde per Definition im Parlament allein nicht lange. Ist übrigens auch ein Teil, glaube ich, von der Antwort, warum der Widerstand so emotional ist. Also mir ist das einmal aufgefallen bei einer Rede von Trump, wo er gesagt hat, ja, die Klimabewegung, Greta Thunberg und so, all die Linken halt in seiner Vorstellung, die wollen uns unseren American Way of Life wegnehmen. Und das Spannende ist, das stimmt ja. Oder? Das ist eigentlich völlig korrekt, die Analyse. Das ist tatsächlich ganz darum, die Art und Weise, wie die nördliche Hemisphäre lebt, vor allem zu verändern. Und das löst offenbar massive Reaktionen auf. Und darum gibt es auch die emotionalen Reaktionen gegenüber
Versuch, das Parlament zu umgehen, wie man genau weiss, im direkten Kontakt mit den Leuten, wäre wahrscheinlich die Klimakrise einfacher bewältigbar. Also, du hast vorher angesprochen, bei uns in der Genossenschaft sind alle sehr schnell bereit, die Massnahmen zu ergreifen, die man müsste ergreifen, um das zu ändern. Es ist viel schwieriger, das mit dem Parlament durchzubringen. Ich glaube, wir streben alle nach Freiheit. Die Frage ist, wie definieren wir denn die Freiheit und was heisst denn die Freiheit? Und tut man darüber reden, wie wir uns eine Welt vorstellen, wo wir alle nicht Platz finden. Ich glaube auch, also ich würde sagen, wenn mich jemand fragt, was ist der zentrale Grund, wieso du Politik machst, geht es im Kern um Freiheit. Es geht immer nur um Freiheit. Und das ist aber eine Definitionssache, was heisst Freiheit. Oder? Also ich glaube, dass eine Freiheit, natürliche Ressourcen und andere Menschen aufzubieten, eben nicht Freiheit ist. Sondern im Idealfall fällt Freiheit und Gleichheit zusammen in einem Moment, wo weder das eine noch das andere überlagert. Also wo weder eine bürokratische Kontrolle muss gewährleistet sein zur Gleichschaltung, was eben nicht Freiheit ist, aber auch nicht Freiheit darin besteht, eben jemand anderen können zu verletzen. Und da bin ich, ehrlich gesagt, nach 8 Jahren Parlament nicht sicher, ob der Adrian Amstutz und ich die gleiche Definition von Freiheit haben. Weil Freiheit, die die SVP vertritt, ja immer eine Freiheit ist, die im Kern sagt, wir wollen am Status quo nichts ändern. Und der Status quo bedeutet, dass wenn man gut gebildet ist, vermögend, weiss und männlich, man die Krone von der Schöpfung darstellt und alle Privilegien geniesst, die andere auf dem Planeten nicht geniessen. Und das meinen sie mit Freiheit. Und meine Freiheit wäre eine, wo diese Privilegien wegfallen, wo glaube ich, schon fundamental anders ist. Das aber ein Grossteil übrigens von der politischen Basis, auch von der SVP, genau die gleichen Wünsche nach einem guten Leben teilt, das glaube ich auch. Sie sehen ihr Leben halt einfach bedroht durch Phänomene wie Migrationskrise, was analytisch sogar richtig mag sein. Nur die Geschichte oder die Erfahrung, dass einfach Mauern bauen erstens inhuman ist und zweitens nicht nützt im Endeffekt. Das glaube ich auch, dass dort sehr viel mehr Überschneidungen da sind, als zum Teil denn in der politischen Auseinandersetzung das Gefühl. Was wäre denn jetzt für dich so der Optimalfall von unserem Parlament, der könnte rauskommen nach dem 20. Oktober? Was wäre so, wenn du dir... Der Optimalfall? Ja. Wäre auch grüne Mehrheit. Das wäre der Optimalfall. Also das dürfte ganz knapp nicht lange, wahrscheinlich, von der Logik her. Aber ja, ich meine, das Land hat 170 Jahre, eine bürgerliche Mehrheit gehabt. Warum nicht mal eine rot-grüne Mehrheit? Aber im realistischen Rahmen muss man ehrlicherweise sagen, dass das Schweizer Parlament, ich meine, dass es im ersten Schritt gar nicht wertend, relativ opportunistisch funktioniert. Das heisst, das Parlament ist relativ gut in der Lage, gesellschaftliche Mehrheitsverhältnisse aufzunehmen. Es wäre in diesem Parlament vor 5 Jahren undenkbar gewesen, über die Ehe für alle zu diskutieren. Dann hat es eine globale Bewegung gegeben, eine europäische Bewegung in der Schweiz. Und plötzlich ist das Parlament in der Lage, die Frage relativ schnell zu lösen für parlamentarische Verhältnisse in der Schweiz. So, das geht eben noch lang. Und das heisst, es langt eine Verschiebung von 15 Sitzen, damit man zumindest in der politischen Richtung einen Wechsel vornehmen kann. Unter anderem, wenn es um die Klimafrage geht. Und das wäre, glaube ich, das Optimale. Also das Optimale wäre im Nationalrat die Wiederherstellung eigentlich von seiner klassischen Funktion. Das kann man sich heute fast nicht vorstellen, aber der Nationalrat ist ursprünglich eigentlich das progressive Gremium gewesen, das immer versucht hat, gestalten, in eine Gesellschaft einzugreifen. Der Ständerat hat bremst und in den letzten Jahren hat es ein bisschen klar gehabt, komischerweise. Und gleichzeitig sollte man im Ständerat nicht allzu viel Sitz verlieren oder mindestens können halten, weil sonst nützt eine nationalrätliche Mehrheit herzlich wenig. Für mich ist das jetzt recht verwirrend. So habe ich das Gefühl, es hinkt alles hintereinander her und die Bevölkerung ist nicht informiert und kann darum nicht wirklich wählen oder abstimmen informiert. Und das Parlament kann wie nichts machen, weil sie im Moment eine uninformierte Bevölkerung repräsentieren. Ich weiß nicht, ob es über Information geht. Also das Parlament weiß ganz genau in seiner Mehrheit, um was es geht in der Klimakrise oder Katastrophe. Das grosse Problem ist die grosse Mehrheit, die sagt, ja, der Klimawandel findet statt und der Klimawandel ist dramatisch. Aber bis der freie Markt das Problem von selber löst, darf man nichts machen. Das ist eigentlich die grosse ideologische Auseinandersetzung. Und dann, ich meine, das ist ein Phänomen, wo wir uns schon lange fragen, in der Überzeugung, natürlich ein Interesse von der Mehrheit zu vertreten. Warum wählen die Leute gegen ihre eigenen Interessen? Die Realität ist, dass politische Loyalitäten viel komplexer funktionieren.
hat familiäre, historische Gründe, weltanschauliche Gründe. Und wenn du jetzt sagst, von Leuten, die eigentlich theoretisch von einer Politik, wie du sie machst, würden profitieren, wo liegt da der Haken, wo liegt da die Kommunikation? Ich kann es auch nicht vollständig erklären. Ich glaube, es sind mehrere Dimensionen. Das Erste, ich finde es ganz wichtig, dass man das nicht einfach als irrationale Ängste anstellt. Also in einer Erwerbsgesellschaft hängt dieses ökonomische Überleben von deinem Arbeitsplatz ab oder von der Rente in aller Regel. Und die Leute haben das auch erlebt, gerade im Aargau. Auch vor 20, 30 Jahren ist immer noch, aber noch viel stärker ein Industriekanton war und heute die Produktionsstätte in China sind, hat das ganz reale Gründe, die Angst. Zweitens aber, glaube ich, sie wird völlig überzeichnet. Oder? Also wir haben das bei jedem 0,3 Lohnprozent, wenn man für irgendetwas haben heisst ja, dann gehen alle Firmen quasi weg. Also das wird sicher auch völlig über die Realität als Drohmoment gebraucht. Und vor allem finde ich, der entscheidende Punkt ist ja der, dass sich eine Demokratie irgendwann die Frage stellen muss, was sind wir als Demokratie eigentlich noch wert, wenn jede Entscheidung, die wir treffen für eine gesellschaftliche Weichenstellung, kann übersteuert werden, indem jemand droht. Und zwar eine kapitalbesitzende Minderheit. Oder? Also wenn du Volksabstimmungen jedes Mal verhinderst und sagst, ich gehe dann mit dem Argument, ich entziehe mich den demokratischen Regeln, die ihr beschliesst, ist das ja ein fundamental undemokratischer Akt. Und ich glaube, es kommt der Moment, oder es müsste der Moment kommen, wo die Demokratie mal sagt, ja, also dann geht. Und das, finde ich, muss die Linke offensiver machen. Und da ist natürlich extrem schwierig, ist die Linke auch in einem Widerspruch. Also das Verteidigen von der ökonomischen Errungenschaften in einer Welt, wo der Standortwettbewerb prägt ist, ist immer in sich widersprüchlich. Und ich finde, das ist die grosse Aufgabe, übrigens auch von der Klimabewegung. Die entscheidende Frage wird ja sein, ja, das stricht der Klimabewegung immer raus, wie löst man das Versprechen von der Klimagerechtigkeit ganz real ein? Also als globales Versprechen. Und das heisst, glaube ich, nichts anderes, als man muss zu einer Kooperationslogik finden, gerade in ökonomischen Fragen. Und man kann nicht mehr allein auf Wettbewerb und Konkurrenz setzen, weil das immer wird der gesellschaftliche Fortschritt verhindern. Und dass die Leute Angst haben, den Schritt zu machen und dass das Angst auslöst, das finde ich nachvollziehbar. Und das muss man, in dem Sinn muss man das, glaube ich, sehr ernst nehmen. Und in dem Sinn muss man auch aufpassen, dass man die ökologische Wende nie gegen die Menschen machen kann. Und darum, glaube ich, ist es zum Beispiel entscheidend, dass man sagt, darum gibt es, glaube ich, nicht eine ökologische oder Klimapolitik à la carte. Also ich meine, ich will der Klimastreikbewegung nicht vorschreiben, das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich glaube nicht, dass man kann sich gegen Klimakatastrophen einsetzen und nicht gegen rassistische Gewalt, nicht gegen antifeministische Gewalt und nicht gegen die Senkung der Krankenkassenprämie. Weil nur dann, wenn die Leute merken, dass ihr Leben besser wird, sind sie auch bereit, einen gesellschaftlichen Wandel mitzutragen, wo wird der Aufwand sein. Also es wäre einfach eine Lüge, den Leuten zu sagen, es wird uns nicht kostet das Leben. Ich glaube, das Leben wird besser, wenn wir einen ökologischen Wandel schaffen. Aber es braucht eine Zeit von der Anstrengung, von der Kollektive, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg und so auch gebraucht hat. Und das ist viel verlangt von den Menschen. Und darum müssen sie die Sicherheit haben, dass es ihnen nachher besser geht. Aber das ist ja, also es klingt ja logisch so. Und gleichzeitig, wenn man dann schaut, was in der Politik machbar ist, dann merkt man, man hat ja die Überrepräsentierung von eben diesen Interessen, die dort nichts daran verändern wollen. Und dann bist ja eigentlich in einem Kreislauf vom Stillstand, vom Quasi-Stillstand, wo die letzten 30 Jahre so passiert ist. Können wir in der Schweiz etwas machen, dass wir da wirklich zu den EHV-ReiterInnen könnten zählen weltweit und vielleicht irgendwann auch die Interessen von diesen wenigen Menschen, die im Moment da so auf die Klötze stehen, können überwinden? Ja, ich glaube, es gibt auch dort einen Kompromiss. Also die Erfahrung zeigt, grosse staatlich gelenkte Investitionen sind möglich in der Wasserkraft, übrigens in der Atomenergie auch, wenn man so will. Also wer Bereitschaft oder Logik, das auch im Solarbereich zu machen, beispielsweise Photovoltaik, hat einen historischen Anknüpfungsmoment. Und es wäre sogar für eine kleine, in einer ganz bürgerlichen Logik, denke ich, für eine kleine, offene Volkswirtschaft wie die Schweiz, eine absolute Spezialisierungslogik, die sich würde lohnen im Trend von der Zeit. Also die Schweiz hat immer sich müssen spezialisieren. Sie hat sich jahrelang spezialisiert als Kapitalverwalter von der Welt, Präzisionsinstrument und andere Sachen. Sie hat vor 20, 30 Jahren mal angefangen, sich in Umwelttechnologie zu spezialisieren. Wenn irgendjemand in der Lage ist, relativ gefahrlos vorauszugehen, schon allein, was alles das anbetrifft, was man technologisch lösen könnte, dann ist die Schweiz in einer idealen Position.
Ich finde es sehr spannend, weil wenn ich jetzt deine Argumentationskette nicht so folge, ja, habe ich das Gefühl, du tust recht am Anfang entscheiden, ob du bei den Weichen links oder rechts gehst. Das meine ich jetzt nicht symbolisch. Aber es gibt wie die eine Richtung, quasi innerhalb von der bestehenden Logik zu argumentieren. Mhm. Also zu sagen, für den Wirtschaftsstandort ist es gut, etc., etc., etc. Oder eigentlich von Anfang an zu sagen, es braucht grundlegenden Wandel und wir müssen unsere wachsende Wirtschaft ersetzen durch etwas anderes. Und es ist recht spannend, weil ich finde beides in sich sehr schlüssig und gleichzeitig ist es auch ein gewisser Widerspruch, dass du manchmal in beides argumentierst. Ich finde, der Widerspruch ist sehr präzise getroffen und das ist natürlich der willkommen im real existierenden Kapitalismus. Oder? Das ist natürlich der Widerspruch von der Sozialdemokratie, also Widerspruch, oder die Schwierigkeit der Sozialdemokratie, wenn man sie so versteht, wie ich sie verstehe, als Sozialdemokratie, die einen gesellschaftlichen Horizont hat, wo über die Logik von der Dominanz von der Kapitalreproduktion, also vom Profit, wenn man es einfach sagen will, rausgeht, immer drinnen ist. Also was mache ich in der bestehenden Systemlogik? Was kann ich das Leben der Menschen verbessern, ohne die Systemlogik zu verstärken? Und was kann ich machen, um darüber auszudenken? Und wir sind fast Tränen gekommen von Freude und dann plötzlich Klimawege gesagt, System Change nach Climate Change. Und wir sagen, ja, das ist genau das, wo wir im Kern, zumindest, so wie ich es verstehe, immer haben wollen sagen. Und Sozialdemokratie ist in einem gewissen Loyalitätskonflikt, weil natürlich auch die Logik, wo man sich eingefunden hat, in der Kompromisslogik zwischen Arbeit und Kapital, zum Beispiel von einem gewissen Wirtschaftswachstum abhängt, in der Pensionskasse etc. Und das wird man wissen, glaube ich, für eine ernsthafte Klimapolitik irgendwann auch in Frage stellen. Und wie macht man jetzt das, ohne eben den Leuten etwas wegzunehmen oder ihnen die Sicherheit zu geben, dass das Leben mindestens gleich gut weitergeht, wenn man aus dieser Konkurrenz- und Wettbewerbslogik aussteigt. Und das ist auch nicht ganz aufgelöst. Also ich finde, die Linke ist an dieser Frage noch sehr stark dran. Was könnte denn das, was sind es für Modelle, wo wir können in einem ganz pragmatischen Sinn realpolitisch vorschlagen, wo aber genau in die notwendige, und ich halte das für eine völlig pragmatische Position, in die notwendige, fundamentale Umstellung von einer Gesellschaft führt. Und das ist, glaube ich, der Widerspruch, der sich zeigt, in dem, wo du absolut präzise getroffen hast. Also hast du wirklich das Gefühl, dass eine rot-grüne Mehrheit im Parlament könnte die Krise lösen? Oder hast du das Gefühl, es ist jetzt einfach ein Teil der Strategie, dass man sagt, ja, okay, man probiert es, man wird das in die Grenzen stoßen und muss dann wie sowieso komplett alles neu überdenken und über den Haufen werfen? Also ich glaube, ich bin einverstanden, ich fände es verheerend, wenn die Klimastreikbewegung oder Klimabewegung sich völlig würde verparlamentarisieren. Also die Bewegung hat mit einem gewissen Recht, nein, nicht mit einem gewissen Recht, sondern mit einer präzisen Analyse gesagt, wir werden nicht alle Mitglieder von jungen Parteien oder von alten Parteien, sondern wir gehen auf die Straße. Immer ein Misstrauen, ist ein Misstrauensvotum gegenüber der institutionalisierten Politik, mit Recht, weil die institutionalisierte Politik seit 30 Jahren scheitert an der Lösung von dieser Frage. Also es ist wie offensichtlich, dass man sagt, das geht nicht. Zweitens, nie die Illusion haben, das Parlament ging voraus. Das Parlament wird nie vorausgehen. Das Parlament wird immer einen gesellschaftlichen Wandel nachvollziehen. Und in dem Sinn finde ich das entscheidend in der Konzeption von der Klimastreikbewegung. Das Parlament wird abbilden, wenn es die Klimastreikbewegung schafft, ein gesellschaftliches Bewusstsein zu verändern und nicht umgekehrt. Aber je mehr Leute in einer Minderheitsposition ins Parlament gewählt werden, die Haltungen teilen, desto einfacher wird der gesellschaftliche Bewusstseinswandel. Weil du mehr öffentliche Positionen hast, weil du Vorstöße kannst machen, weil du minimale Schritte in die Richtung kannst machen. Also ich glaube, der Parlamentarismus ist ein Instrument. Ich halte es für einen unpräzisen und nicht produktiven Radikalismus, den Parlamentarismus vollständig abzulehnen, in der Situation, in der wir uns heute befinden. Das ist ein relevanter Teil des politischen Systems, hat auch immer wieder bewiesen, dass er fähig ist, nicht die grossen, aber kleine Schritte in die richtige Richtung zu machen. Immerhin der Atomausstieg, kann man überschreiten, wie gross das ist, aber ist mal im Parlament beschlossen worden und dann zu einer Volksabstimmung gekommen. Also die Spielräume gibt es schon und ich würde unbedingt die Spielräume nutzen, aber ich würde mich auch nicht auf das verlassen. Also das Ende der Fahnenstange ist das nicht, sondern es wird am Schluss der Druck von der Strasse sein, übrigens auch gegenüber den eigenen Leuten, also den eigenen, denen, die quasi das Gefühl haben, sie vertreten durch eine Anliegen, damit sie die Fundamentalität von der Forderung aufrechterhalten, auch im Parlament. Ich meine, es ist jetzt am politischen System zu beweisen, dass es in der Lage ist. Ich bin persönlich überzeugt,
dass es Sinn macht, sich im Rahmen von dem politischen System zu engagieren, aber das Vertrauen ins aktuelle Parlament ist ehrlicherweise nicht wahnsinnig gross. Also ich glaube, in dieser Frage, ich glaube, es bräuchte schon substanzielle Veränderungen. Und ob das langt auf diese Wahlen oder auf die nächsten Wahlen, sehr gute Frage, ja. Ich finde das eine mega schwierige Aussage, wenn man das wie so sieht und quasi sagt, es braucht den Klimastreik, man verlangt nach einem Gegenpol zum Parlament, das Parlament braucht das. Und gleichzeitig ist es jetzt wie einfach auf die Schultern von ein paar wenigen jungen Menschen, die das jetzt einfach tragen müssen. Das kann es irgendwie einfach nicht sein. Also das verstehe ich schon, dass man irgendwo sagt, das ist einfach nicht okay. Ja, das ist auch nicht okay. Also darum sage ich, habe ich auch immer Mühe mit den Debatten von meinen Ratskolleginnen und Kollegen, wo irgendwie finden, der Klimastreik ist radikal oder weiß ich was. Im Klimastreik, wenn er radikal ist, spiegelt sich ja nur die Radikalität von der aktuellen politischen Situation, wo sagt, ob es eine Generationenzukunft hat oder nicht, who cares. So ein bisschen böse, ein bisschen überspitzt formuliert. Das ist ja der Spiegel, wo einem das vorhat. Einverstanden. Ich glaube, das ist, Demokratie funktioniert einfach nicht so. Politische Demokratie und Parlament auch nicht. Die Gesellschaft ist ganz stark von Herrschaftslogik geprägt, die schwierig sind zu überwinden. Übrigens für alle, auf allen Seiten. Und die Geschichte zeigt einfach, dass es immer so gewesen ist. Also das Frauenstimmrecht ist nicht gekommen, weil irgendein das Parlament, auf das Männer besetzt war, gefunden hat, also gut, komm, eigentlich haben sie ja recht. Sondern es kam nach jahrzehntelangen, zum Teil physischen, gewaltvollen Protest und einer Drohung vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, die gesagt hat, also das nächste Mal verurteilen wir euch dann. So, die erste Bundesrätin ist nicht gekommen, weil das Parlament gefunden hat, man ist jetzt doch ein bisschen grob mit dieser Benachteiligung, sondern weil die Frauen den Eingang vom Bundeshaus blockiert haben, physisch, oder? Wenn man noch weiter zurückgeht, die AHV ist nicht eingeführt worden, weil die Leute gefunden haben, im Parlament ist eine gute Idee, sondern es hat einen Generalstreik gebraucht. 250.000 Leute, 3000 erschossen worden. Oder? Also das ist mit Blut erkämpft worden, wenn man so will. Das ist oft einfach die Erfahrung von der Geschichte, dass der sozialpolitische Fortschritt nicht gerade Gewalt braucht, aber zivilgesellschaftlichen Einsatz. Konfrontationszeigen von dieser Mehrheit. Und das finde ich faszinierend an der Wiederentdeckung des Streiks. Ich komme aus einer Generation, die immer gesagt hat, die sind so wahnsinnig unpolitisch. Oder ihr bewegt euch nicht, etc. Und wichtig ist auch, dass euch einzeln engagieren, so eine Partei. Und der Klimastreik ist eine totale Antithese. Sagt, nein, es geht um die kollektive Aktion. Es geht nicht zuerst darum, dass jeder Einzelne bei sich schaut. Auch, es gibt Verantwortungsspielraum, die sollen wir nutzen. Sondern es geht um eine kollektive Protestbewegung, um das gemeinsame Ändern von Regeln, um das gemeinsame Demonstrieren, die Wiederentdeckung vom Kollektiv als politische Macht. Und das ist etwas, wo übrigens auch die Herrschenden völlig überraschend getroffen hat. Darum haben sie das Phänomen am Anfang nicht können einordnen. Das war für sie wie nicht nachvollziehbar gewesen, was jetzt die Jungen plötzlich wollen und wieso die nicht einfach eine Petition machen als Parlament. Ja, nein, ohne Witz jetzt, oder? Sondern auf die Straße gehen. Das war das Schockierende gewesen. Und dann am Anfang kommt es nicht ernst nehmen und dann, das ist der klassische Spruch, dann kommt es schockiert sein, dann haben alle auf euch eingeprescht und auf Greta Thunberg und jetzt, wo sie Schiss haben und wir im Parlament sitzen, fängt sich an bewegen. Das ist, die soziale Bewegung funktioniert leider immer nur über diesen Zyklus und das kann lang gehen. Aber also wenn du sagst, es hat bis jetzt immer zivilgesellschaftliches Engagement gebraucht, damit sich Sachen wandeln, dann ist doch die Frage schon, wieso ist das nicht ein Dauerzustand? Wieso müssen politische, also zivilgesellschaftlichen Einsatz, wieso muss der so, und wir erleben es, so Burnout-Aktivismus sein, eben so unter Einsatz passieren, wo du schlussendlich eigentlich recht fest dran kaputt gehst auch. Wieso kann man nicht einen Rahmen schaffen, wenn das ja Gesellschaft offenbar brauchen würde, dass das möglich ist? Also irgendwie zu sagen, man reduziert Arbeitszeit, dass man sich politisch engagieren kann, man schafft Freiräume, wo man wirklich kann denken, diskutieren, austauschen. Eigentlich müsste das der erstrebenswerte Zustand sein, wenn es das offensichtlich braucht. Ja, nur, du siehst in dem ja gerade was, darum ist die Diskussion so emotional, muss vielleicht so anfangen. Die Forderungen vom Klimastreik stellen ganz fundamental eine gesellschaftliche Ideologie und eine Privilegienlogik und eine Herrschaftslogik in Frage. Sie sagen, die heute in der Pyramide der Gesellschaft als die Wichtigen und Wichtigsten zu Oberstinne gelten, sogenannte Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in den richtigen Wirtschaftsbereichen, also Autoindustrie, Finanzplatz, Pharma, denen ihres persönlichen Anliegen, möglichst viel Geld zu verdienen und dann zu schauen, ob etwas runtertröpfelt für alle, kann nicht mehr unsere gesellschaftliche Logik sein. Das ist eine fundamentale Infragestellung
davon, wie sich unsere Gesellschaft sich selber jahrzehntelang vorgestellt hat. Und die Leute zu beschäftigen und ihnen keinen Raum zu geben für politisches Engagement, ist eine Herrschaftstechnik, wie wir das würden sagen. Das ist eine Form davon. Repräsentation ist immer auch eine Form davon, genau Protest gegen den Status quo nicht aufkommen zu lassen, sondern das als Normalität darzustellen. Darum ist der Druck so gross, unter anderem auf Klimastreikbewegung, wieder an die Schule zu gehen, wieder an die Uni zu gehen, weil das nervt. Oder dass die immer noch auf der Straße sind und sagen, wir sind nicht bereit, euch jetzt das wieder zurückzugeben, die entsprechende Geschichte. Und natürlich ist das ein Drama, dass es so muss sein. Ja, ich stelle es auch nur fest. Und darum finde ich die Überlegungen, die ihr euch auch anstellt, eben über alternative Versammlungsräume, was kann man machen außerhalb vom Parlament, wenn man so ein grosses Kollektiv ist, extrem wichtig. Also man muss wahrscheinlich im Parlament auch zeigen, dass man im Notfall auch ohne das Parlament weiter vorwärts macht. Das Parlament muss wie die Alleinmachtstellung verlieren, damit es Eindruck macht. Das ist die Angst vor realen Streikbewegungen, vor Blockaden. Wenn man plötzlich sagt, man muss nicht mehr aufs Parlament warten, sondern wir machen es einfach selber, dann wird es zu einer echten Bedrohung von der Bequemlichkeit. Dann danken wir dir vielmals für das Gespräch. Was wäre euer Wunschparlament? Schreibt es in die Kommentare oder schreibt auf Instagram oder schreibt das Mail an podcast@kleinstadt.ch. Und vielleicht auch über die Schlussfolgerung ausziehen, obwohl ihr oder trotzdem, dass ihr in die institutionelle Politik glaubt, könnt ihr wählen oder nicht. Ja, und vielleicht auch noch, wir haben jetzt nicht unglaublich viel über die konkreten Inhalte vom Cedric seiner Klimacharta geredet, aber es lohnt sich trotzdem, die nachzulesen. Ihr findet sie auf klima-charta.ch zusammen mit etwa 650 anderen Kandidierenden. Dann danke dir vielmals für das Ausfüllen der Charta, für das Zeitnehmen, für das sehr spannende Gespräch. Und ja, dann wünschen wir euch allen noch einen schönen Tag, wo immer ihr seid, und bis bald. Danke, die Lobby. Bis bald.